Yo, was geht ab, Leute? Relis für Hill back am Start auf meinem Kanal. Und zwar, ja, also heute gibt es ein kleines Thema kurz. Und im Hintergrund seht ihr eine DNA von mir erspielt auf der PS4. Ich glaube, es ist auf der Map Comeback. Ich bin nicht so ein guter PSN-Spieler, deshalb freue ich mich eigentlich richtig über das Gameplay. Ist richtig geil geworden. Es hat zwar etwas länger gedauert, das Game, ich glaube, es geht so 8 Minuten oder so. Ich hoffe, ich schaue, wie ich das zusammencutten kann und so. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Und ja, also ich werde wahrscheinlich so ab 20 so oder ab 15 werde ich so anfangen, den ja, weiter zu, den loszumachen, weil ja, weil das so zu lange dauern würde. Weil Escape geht, glaube ich, 8 Minuten für eine DNA. Weil ich auf jeden Fall kein guter PS4-Spieler bin, das weiß ich jetzt, aber eine DNA zu erreichen, das ist schon was Krasses auf der PS4 für mich. Und ja, also was wollte ich überhaupt heute ansprechen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin ein richtig krasser Commentator, ne? Vergessen, was ich heute ansprechen wollte. Und zwar, was wollte ich jetzt mal ansprechen? Ach ja, genau, Community und in AW, also generell COD. Die Community ist eine gute Community, aber seitdem Master Scorpion und die ganzen anderen YouTuber angefangen haben, so Videos hochzuladen wie, ja komm, AN94, beste Waffe, schwitzt bis zum Tode und so. Das ist einfach, hat einfach die Community generell zerstört und auch, also nicht die Community, sondern einfach das Spielverhalten in BO2 zum Beispiel. Du siehst fast nur noch Leute oder generell Deutsche mit AN rumschwitzen. Das ist halt echt, macht einfach keinen Spaß mehr, macht mir auch keinen Spaß mehr. Ich spiele auch fast keine Gameplays mehr in BO2, deswegen ist es auf jeden Fall nicht geil. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe auch aufgehört mit BO2. Ich habe auch generell aufgehört mit PC-Spielen. Das heißt, wenn ihr mit mir mal PC spielen wollt, irgendwie eine kleine Runde oder so zocken, können wir schon mal. Nur noch CSGO spiele ich, also addet mich in CSGO, können wir mal eine Runde zocken. Wenn ihr MGE seid, dann auf jeden Fall. Aber ich suche gerade noch ein paar Leute, 4 Leute ungefähr, mit denen ich ein bisschen zocken kann. Ein bisschen Matchmaking. Und ja, deshalb habe ich auch wieder zurück zum Thema und deshalb habe ich auch aufgehört mit generell YouTube, nicht YouTube, also deshalb lade ich auch nicht so viel hoch, weil es einfach keinen Spaß mehr macht zu zocken. Nur noch PS4, ein bisschen manchmal GB mit Armageddon oder ESL ein bisschen spielen, dann auch mal so generell so einfach so random zu zocken, ein bisschen Public AW zerstören, ist ganz geil. Ich bin jetzt nicht so ein guter Spieler, aber trotzdem, ich bin meistens jede Runde der Beste. Und auch was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt Emination Artistry gejoint, um nicht zu sagen gejoint, sondern ich habe das gegründet. Emination Clan, Emination Artistry Leader. Ja, das ist so. Ja, also wenn ihr Intros von uns haben wollt, bei mir könnt ihr es in meinem Selfie-Shop vorbeischauen. Und bei den Emination Artistry Channel werde ich euch auch unten verlinken. Könnt ihr auch mal vorbeischauen und ein Abo da lassen. Wir haben jetzt schon ein paar ganz gute Designer. Wir haben OP Green, wir haben Solar Josh, wir haben Fireborn, wir haben Reaps Designs und wen haben wir noch nicht? Ja, noch nicht mehr so sehr viele. Wir fehlen, glaube ich, uns noch ein paar Designer. Also wir suchen auf jeden Fall noch ein paar GFXer und ein paar VFXer auch natürlich. Also wenn ihr gute Intros machen könnt, natürlich so gut wie Spaß. Wenn ihr Intros machen könnt, wir nehmen keine Sync-Intros, weil Sync einfach jeder kann. Und ja, also Sync-Intro wird nicht, also wenn ihr hier bei uns ankommt mit Syncen, werde ich euch erstmal direkt vom Server kicken, weil es einfach, Syncen ist kein Design mehr, Syncen ist einfach nur Scheiße machen, in irgendwelche paar Effekte einfügen und dann war es das auch. Ich habe auch gesynkt, habe keinen Bock mehr drauf, weil es einfach, ja, keinen Spaß macht, weil es einfach mir viel zu Mainstream ist. Also wenn ihr Epic Intro Designer seid oder Dubstep, seid willkommen bei uns, meldet euch, kommt auf den TS, IP ist unten in der Beschreibung und kommt einfach auf den Test und auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Glück, also ich hoffe, ihr könnt joinen. Also das erst müsst ihr es mit mir besprechen und dann mit Green, weil das ist der Co-Leader. Und der wird sich das auch anschauen, der ist zwar ein besserer Designer als ich, aber naja. Das müsst ihr eigentlich eher mit Green besprechen, also wir sind beide so die Lila, die Lila,
Und ja, also ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video und hoffentlich viel Glück bei unserer Recruitment Challenge und bis zum nächsten Mal. Servus Leute, haut rein, euer Relis.